Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück beim Chaos an Legion 2. Ich bin DC Steve und. Oh ja, let's play Retro. Schauen wir uns mal dieses große Haus hier an. Nee, wahrscheinlich wieder nur zwei Leute leben. Lustig ist das Leben, liegt hier zwischen den Kleidern. Oh man, ob es einen Grund hat, dass das Buch hier versteckt ist? Höchstwahrscheinlich, Alex. Schenkelklopfer. Smaragd erhalten. Ei erhalten. Ja, Alex, Eier wären nicht schlecht, wa? Kein interessantes Buch dabei. Vor allem Eier liegen an den seltsamsten Orten rum. Oh, in dieser Kommode liegt ein Ei. Guck mal, was ich hier im Bett gefunden habe. Hui, in diesem Fass liegen viele Eier und ich nehme trotzdem nur eins mit. Oh man, dicke Socken, ey. Klar, bei den Temperaturen, du Vollidiot. In dem Haus scheint wirklich nur eine Person zu leben. Ja, und die ist extrem reich. So wie alle Leute in diesem Spiel. Bis auf die in dem armen Dorf, wobei selbst die große Barren hatten. Ja. Wobei man dazu natürlich sagen muss, ein großer Barren ist halt irgendwie so viel wert wie Essen für eine Woche, wenn es hochkommt. Ja. Oh man, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ey. Sieh dir das an. Einige sehr kuriose lange. Ich kann das gar nicht beschreiben. Schwänze! Oh, nee. Das ist so dumm einfach nur. Das ist so schlecht. Ich hasse meinen Mann dafür, dass er in dieser kalten Hölle. Dass er in diese kalte Hölle wollte. Nein, dass er in dieser kalten Hölle wollte. Dass ihr Mann in dieser kalten Hölle, Sex wollte von ihr. Ja, ich finde das diese okay. Extra hierher gezogen. Ja. Der steht den ganzen Tag draußen herum und er freut sich am Schnee. Manche Männer kann man leicht zufriedenstellen. Oh, was, man? Ich hab gerade nicht zugehört, ey. Aha. Ja, ich muss sagen, wieder sehr wertvoll gewesen, dieses Haus. Dieses Spiel ist allgemein pädagogisch wertvoll. Dann sind wir jetzt hier auch wieder durch, habe ich den Ort, super. Das Schlimme ist, dass mich dieses Spiel tatsächlich irgendwie so ein bisschen heiß auf Force gemacht hat. Weil ich ja. Hat Margin Sonic aus allen seinen Fehlern gelernt. Oder das Problem ist, ich habe keine Erinnerung an diese Force-Demo. Ich weiß halt nur, dass der Anfang direkt am Anfang mit irgendwelchen anderen Charakteren war und dass es schon alles ziemlich dämlich war. So. Da seid ihr ja, wollen wir beginnen? Sollen wir jetzt diese ganzen Frauen hier abschlachten? Klar, wir müssen ja Blumen dorthin bringen. Eine Frau, die aussieht wie ein Cabin-Monster. Oder? Ja. Ja. Dann bringen wir die Leute mal um. Wir haben uns zwar nichts getan, aber schlachten wir sie einfach mal ab. Ich meine, why not? Es sind ja Monster. Ja. Ich weiß nicht so wirklich, wie das gegliedert ist. Ich meine, könnten sich diese ganzen humanoiden Monster nicht irgendwie in Gewerkschaften oder sowas zusammenschließen? Es sind keine Menschen, also sind es niedere Wesen. Das ist Ruhe. Sozialdarwinismus ist hier groß geschrieben. Darüber haben sich die meisten Spieleentwickler zum Glück noch nie Gedanken gemacht. Nein, 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 das ist sowieso nicht. Das ist halt, aber das ist halt genauso das Spiele, wo man einfach so Räuber abschlachtet oder so. Oder eben, ich meine, es ist okay, wenn man halt so die Bären abschlachtet. Mit der Begründung, okay, gut, wilder Bär gleich gefährlicher Bär, ne? Das ist doch okay, wenn du Räuber abschlachtest, wenn das im Kontext der Welt so ist, dass es halt einfach so eine gewisse Art der Vogelfreiheit gibt. Genau, genau. Aber das Problem ist, dass das eigentlich in den meisten Spielen nicht etabliert ist, sondern man davon redet, dass man einen noblen Helden spielt, ja, der niemandem was zu leide tun kann und man dann erstmal losgeht, Räuber abschlachtet. Keine Sorge, bei Baldur's Gate war das mal viel klarer definiert. Da redet man einfach immer nur von Abenteurern. Und Abenteurer sind sowieso alle vogelfrei. Kann man so machen. Ich finde das halt recht interessant. Also das ist halt ganz okay. Ja. Übrigens, natürlich ist die Story von Diablo etwas komplexer, als sie es im letzten Part gesagt haben, aber grob kann man es so runterbrechen. Ich würde ja am liebsten sagen, schaut einfach in mein Diablo 3 Let's Play rein, aber... Das hat wahrscheinlich nach dem dritten Part abrupt aufgehört. Nein, nach dem vierten, dann habe ich es nochmal aufgenommen, da hat es zwei Parts gehabt, dann habe ich es nochmal aufgenommen, nochmal mit zwei Parts. Krass, also heißt das, du hast 8 Parts und effektiv hast du nur 4. Ja. Fail. Willst du es nicht nochmal probieren? Irgendwann schon, ja. Bestimmt, Steve. Ah ja, und das Addon habe ich auch einen Part lang Let's Played. Nicht schlecht. Hm. Aber erstmal über die ganzen Let's Player herziehen, die Projekte anfangen und die beenden, ja? So. Was ist denn das hier? Ein Grab?
Genau, darf ich mal? Was? Aber sicher. Ah, mein geliebter Gatte. Hier hast du deine Lieblingsblumen. Oh man, wirklich geschmackvoll, ey. Psst. Aha. Wir können uns zurückgehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich gebe euch eine kleine Belohnung. Das war ja gar nichts. Vielen Dank. War gerne doch. Aber hey, wir haben was erreicht. Ja. Ich finde es auch cool, dass hier im Eingangsbereich erstmal so richtig viele Fässer stehen hat. Ne, was willst du da sonst ausstellen? Aber so. Klar, wahrscheinlich gibt es dieses Wort Margin Sonic Fass mit einem Trademark-Symbol drin. So, Fieberpilz haben wir. Da müssen wir nur noch rausfinden, wer uns die Quest Bergsteiger, gegeben hat. Ostasa, Berg nördlich. Es gibt 50.000 Erfahrungen, das klingt nicht so, als könnten wir das schon schaffen. Ja. Das alles Windspiel ist völlig random, da müssen wir einfach mal im Maker nachschauen. So, genau, Wutleben. 50.000 Erfahrungen, genau. 30 wertvolle Fälle, müssen wir mal gucken, werden wir bestimmt noch nicht haben, finden den besten 65.000 Erfahrungen. Das klingt irgendwie alles so 25 Topase, die könnten wir haben. Die großen Bahnen haben wir schon gehabt. Ne, wir müssen halt noch, du hast es ja gerade gesehen, ne? Wir müssen noch die Topase und die Fälle. Okay. Ich hätte dann schon direkt erstmal ins Menü geschaut. Ich glaube, dort rechts ist Woodley, ganz rechts ist Woodley. Ich flieg mal hin und dann gucke ich, ob es das ist. Okay. Woodley ist einer der wenigen, die mir im Kopf geblieben sind. Oh. Welches Level brauchen wir für das nächste Schloss? Auch 65, oder? 60, so, ja. Also entweder das ist hier oben jetzt die Stadt oder die Stadt rechts. Also entweder die hier oder noch rechts davon. Nee, das ist weniger. Nee, das ist weniger. Und das ist hier rechts, Woodley. Das ist weniger als weniger, ne? Ja, das ist Woodley. Sehr schön. Dann such den Wald. Dann suchen wir mal den Wald. Na, viel Spaß beim Suchen. Irgendwo südlich. So. Und ich weiß, dass man hier was glitchen konnte. Okay. Ja. Was? Wir müssen mal versuchen, hier drauf zu kommen. Wir können hier drauf kommen, obwohl man das eigentlich nicht soll. Ja, hier. Okay, cool. Und nun? So. Gehen wir mal hier lang. Oh, hier sind ja Soldaten. Mensch. Mensch. Okay. Das ist ja überhaupt nicht so, als sollte man vom Plot aus unbedingt da durchgehen. Hm. Ja, hier oben sollte man eigentlich nie hinkommen. Wo wir gerade sind. Also bist du jetzt nur hier, um zu zeigen, dass man an den Soldaten vorbeigehen kann und dass sie uns nicht bemerken? Ja. Wir gehen mal zurück. Wir sollten ja auch, wir sind in der Ebene über ihnen. Ja, aber hier oben soll man eigentlich nicht hinkommen. Ja, aber das wissen die ja nicht. Hallo, hallo. So. Die chillen halt. Siehst du, dadurch hab ich's gesehen, weil hier nämlich der Hase irgendwie so lang gemacht ist. Ja, klar. Aber ich dachte, Moment mal. Ja, dadurch sieht man das eben ziemlich oft, weil die NPCs dann... Und dadurch sage ich mir, das wurde nicht getestet. Weil guck mal, wie gesagt, bei so vielen Krempel, wie hier rumläuft, passiert das doch automatisch. Scheinbar nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach egal. Da sind sie ja schon. Ich habe nicht gedacht, dass wir sie so schnell finden würden. Immerhin habt ihr mich dabei, ey. Verschwindet lieber schnell! Sie sind noch immer hier! Nein, da war niemand. Was? Nein, da war auch niemand. Die sind gerade erst gekommen, diese Ninjas. Wie kommen wir hier nur raus? Das demonstriere ich dir eben. Mit Waffengewalt natürlich. Das Schlimme ist, dieses Team sieht aus wie eine andere Heldengruppe, also ziemlich anstrengend. Ja, du hast recht. Ja. Und natürlich heilen wir jemanden. Logischerweise, oh. Ich hab's ja doch gesagt. Oh mein Gott, ey. Ich muss aber sagen, Kämpfe gegen andere Heldengruppen finde ich tatsächlich noch am interessantesten. Ja, natürlich, es ist ja diesmal wirklich interessant. Der da unten, der wird auf jeden Fall durch Magie geheilt. Ja. Aber sieht doch schon ganz gut aus. Ja, die haben zum Glück nicht so viele Trefferpunkte. Also diese Banditen damals, die waren ja auch wirklich völlig OP. Natürlich. Irgendwie so Level 50 Banditen oder so ein Quatsch. Also die Frage ist ja nur, wie kannst du als Bandit eigentlich so hochkommen? Ich meine,
Wenn du so ein hohes Level hast, dann musst du ja auch schon übelste Viecher abgerüstet haben und wahrscheinlich auch schon extrem viele Schätze gefunden. Warum bist du denn eigentlich noch ein Bandit? Kannst du nicht einfach irgendwo ein Stück Land kaufen? Ja, aber es gibt auch hier, weil in der Heiligen Gilde Leute Langeweile hatten, haben sie die Diebesgilde gegründet, weil als Dieb leben ist doch geil. Ja, weil Leute sich einfach immer abspalten müssen. Wie wir es schon oft gesagt haben, es gab Christen und dann gab es noch die wahreren Christen. Ja, und dann nochmal die wahreren Christen, ja, genau, weil man sich scheiden lassen wollte. Genau. Und dann gibt es noch Leute, die glauben, dass Jesus Christus aus Mexiko kommt. Oder nee, aus... Das aus, wäre... Das wäre... Jetzt haben wir was. Oh, das wäre echt schön. Oh, Jesus Christus als Mexikaner. Die Wirklichkeit aus Mexiko. Oh Mann. Ah. Warum nicht? Ich meine, in Mexiko gibt es recht viele Leute, die Jesus heißen, ne? Oh man, und schon ist nichts mehr von ihnen übrig, ey. Ihr habt uns gerettet, vielen Dank. Teamarbeit dieser unscheinbaren Gruppe hat uns überrascht. Wir danken euch. Habt Dank. Vielen Dank. Gern, Gashen. Wir gehen eurem Vorgesetzten Bescheid sagen. Alles klar. Wir werden uns noch etwas ausruhen und dann machen wir uns ebenfalls auf den Heimweg. Alles klar. Ruht euch noch ein bisschen aus vom Nichtstun, ne? Dann haben wir ja auch noch eine Quest erledigt. Was haben die da eigentlich gemacht? Die haben da in dieser Ecke gelauert und dann angegriffen werden in einer noch ganz offensichtlichen Sackgasse. Ja, sind halt Soldaten, ne? Es sind Videospielsoldaten, das ist die Definition. Wow, wir brauchen 30. Wo sollen wir die denn alle herbekommen? Könnte es vielleicht sein, dass es eine Quest ist, die wir nicht machen können, weil wir das Loot nicht finden? Ja. Das ist ganz schön behindert. Das ist ein Leeching of Chaos 2. Ja, der erste Teil war schon komisch. Ja, der zweite Teil ist ja der erste Teil nochmal deutlich extremer. Also wirklich deutlich extremer. Also Leeching of Chaos 2 ist schon das krassere Trash-Game quasi. Aber zumindest macht es aus Gameplay-Sicht mehr Spaß. Es ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen interessanter gehalten. Ja, es ist aus Trash-Faktor wahrscheinlich krasser. Also so rein aus Trash-Sicht, ne? Steve, ich sag's einfach mal so, jedes Spiel, wo ich ganz problemlos Autokampf drücken kann, kann ich nicht ernst nehmen. Und ich weiß, du hast ein Problem damit, wenn ich das mache, aber ich muss einfach demonstrieren, dass diese Spiele dadurch schlecht designt sind, dass ich halt einfach Autokampf drücken kann. Ich habe keinerlei Probleme. Es ist einfach so. Ja, natürlich, klar. Und habt ihr schon den Aufstand zerschlagen? Ach so, diese Diebe waren Aufstand. Nein, das war kein Aufständigen. Oh, man! Ernsthaft? Na dann, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ihr habt ja eine kleine Aufmerksamkeit. 10 Runden, 500... Oh Gott, das ist ja wirklich gar nichts. Okay, 50.000 EPs. Geizhals. Ja, gut. Dann haben wir das auch noch erledigt. Ich meine, dieser Elite-Soldat, der ist schwächer als ein Level-50-Bandit, ne? Ja, wir kommen ziemlich gut gerade voran durch die Side-Quests, muss ich sagen. Und dann lass uns noch mehr Quests erledigen. Yay, Quests! Ich habe noch keine Ahnung, wie abgehackt das eigentlich so alles wirkt im Let's Play. Keine Sorge, so abgehackt wird das nicht wirken. Das kommt dir nur so vor. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt so alle 6 bis 8 Minuten machen jetzt immer so einen kleinen Cut. Eben aus Sicherheitsgründen. Witzigerweise stürzt er jetzt nicht mehr ab. Ja, aber, ne? Hätten wir jetzt einen 20-Minuten-Part gemacht, wäre logischerweise abgestürzt. Richtig. So, hier müssen wir hin. In die Spielstadt? Ja. Ach, schon hier oben können wir das Rätsel lösen mit. Genau, wo uns übrigens noch 60.000 zustehen. Die ich mal on-cam hole, wenn wir schon mal hier sind. Ja gut, mach das einfach mal. Ein bisschen Let's Play-Streckung. So, ich muss nur einmal gewinnen. Nur. So. Ja, lacker. Mehr sage ich dazu einfach nicht. Skill. Sehr schön. Gegen dich werde ich auf jeden Fall keinen Münzwurf dingsen. Hier gehen wir einfach raus. Und dann hier rechts war noch die Quest. Genau, da dürfen wir Fragen beantworten. Schön. Sinnfreie Fragen über dieses Spiel. Nun, wollt ihr beginnen? Lass mal 500 Kronen. Naja, dann machen wir das mal. Eins noch, bla, ja, keine Frage falsch machen und so, ne? Wie viel ist ein Topas wert? 1000 Kronen. Wie viele Schlösser gibt es? 15.
Wie viele Häuser hat der Nuta? Ich glaube, 8. 8. Wie viele Zauberrunen kostet Schockfrosten? 51. Mhm. Welche Stadt liegt neben Schloss Genado? Redon. Ja. Wie heißt der Gestaltenwandler in Redon? Gennigan. Wie viel Gras hat eine Mullbinde? 120 Kronen. Das hatten wir aber auch damals irgendwie alles richtig, oder? Wie heißt der ultimative Heilgegenstand? Stopp des Lebens. Ja. Wie viele Schritte gibt es? 30. Ja. Wie hoch ist der Grundschaden von vernichtendes Licht? Das hast du mir nicht gesagt. Failboy. 1000? Keine Ahnung. Leider habt ihr verloren. Oh Mann, da war die letzte falsch. Ja. Okay. Ja, dann müssen wir uns jetzt durchkicken. Ich meine, jetzt wissen wir wenigstens schon mal, was es nicht ist. Ja. Jetzt wissen wir auch noch nicht, was es ist, aber wir wissen schon mal bei einer Sache, die es nicht ist. Genau. Ich weiß auch nicht, warum du nicht direkt vor dem Typen nochmal gespeichert hast. Wir haben unendlich viele Speichersteine und du benutzt die Dinger einfach nicht. Darum. Weil das deine Mutter... Würde ich dieses Spiel spielen, wir würden alle 20 Sekunden speichern. Wir würden aus dem Speichern gar nicht mehr rauskommen. Du speicherst dir einen richtig einen ab. Das kannst du dir aber gar nicht vorstellen, wie sehr ich mir einen abspeichere, Junge. So. Wir wollen nur, dass die Zuschauer das auch lernen hier. Ne? Also eigentlich mein Ziel ist es, es gibt ja immer so eine Variable, ne, die man ja, also die Max erreichen kann. Ne? Hm. Also wenn du am Ende des Spiels, gibt es ja manchmal so eine Abfrage, wie oft du gestorben bist. Ja? Ja. Und in dem Maker-Spiel ist die wahrscheinlich nicht hoch. Das heißt also, wenn du irgendwie öfter als, keine Ahnung, 9.990 Mal oder so gestorben bist oder wie hoch auch immer diese Zahl geht, ne? So, wir haben es geschafft. 800 ist die richtige Antwort. Yay. Ihr habt es geschafft. Ich werde mir wohl schwere Fragen ausdenken müssen. Einfach waren sie nicht. Hier ist euer Gewinn. Sigill. Roter Stein. 10 Runen. 4000 Kronen. 5000 Erfahrungen. Wow. Das war schlecht. Wow, das war richtig schlecht. Also da war mir die Zeit, im Maker nachzuschauen, fast schon zu schade. Weißt du, er hätte in den Maker nachgeschaut. Also ich hätte mir einfach eine Gegnergruppe grinden können, das hätte man gar nicht mehr gebracht. Ja. Hat sich ja richtig gelohnt. So. Und dann kann man noch eine Quest erledigen. Oh. Und zwar die Nase abgeben? Ja, genau. Immerhin, bei den Fällen besteht die geringe Wahrscheinlichkeit oder die hohe, keine Ahnung, dass wir sie einfach niemals abgeben können. So, Bergsteiger, Blam. Nee, das war ein Woodlied, wertvolle Fälle. Nee, ist auch egal. Das, Nerumin. Diese Frau, die aussieht wie ein Mann. Haben wir 25? Ich weiß, hab jetzt... Nein. Da, 23. Ah, das ist bitter. Wir können die dann nicht abgeben. Ah, wir können solche Dinge auch logischerweise nirgends kaufen, ne? Ich glaube nicht. Im ersten Teil ging das auf jeden Fall. Wir haben aber eine Queststadt auch noch nicht gefunden. Du meinst die legendäre Queststadt? Ja. Quest City? Also es fehlt definitiv noch eine Queststadt. So, hier haben wir angefangen. Wir können uns höchstens offscreen nochmal umschauen, was uns noch genau fehlt, ne? Ich frage mich, ob wir... Ja, das Problem ist, ansonsten fliegen wir jetzt auch einfach nur sind uns über die World Map, ne? Wir haben das hier erkundet, ne? Alle Städte auf dem großen Kontinent hier. Oder? Mich darfst du dann nicht fragen, Steve. Polos haben auf jeden Fall erkundet. Polos ist bekannt, ja. Mein Name ist Retro Village. Ich weiß, welche Stadt wir auf jeden Fall noch nicht erkundet haben. Dolian, das klingt durchaus unbekannt. Ja. Mit so komischen kleinen Häusern, die von innen wahrscheinlich allesamt gigantisch sind. Der ist Silas, den Namen hat er bestimmt aus Gothic. Nee, ich glaube, das ist, wo sich die Frau später beschwert, dass der Mann am Anfang des Dorfes steht und alle begrüßt. Ich versuch. Naturblau. Mhm. Stimmt, die Frau mit den anderen Blauen. Oh. Hier waren wir schon mal am Anfang des Spiels. Ja. Aber ich weiß, wo wir noch nicht waren. An einem Ort waren wir ganz sicher noch nicht. Und den erkunden wir noch. Die Stadt dort auf dieser kleinen Insel oder was rechts? Ja. Ist auch ein Schloss. Hier waren wir definitiv noch nicht. Das ist nämlich die Gefängnisstadt.
Ja, Katzatras. Das hat Ohohoho. er von Katzkatras aus Chip und Chap geklaut. Wenigstens ganz coole Musik hier. Ich hoffe, die ist aus Chip und Chap. Chip, 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 Chip und Chap. Geht er des Wäre die Rechts? Musik hier, würde ich sie nicht abspielen. Ja, gut, also, wenn das eine MIDI-Datei wäre, müsstest du dir keine Gedanken machen. Ja, ihr seht schon, das ist eine sehr tolle Stadt. Auch wenn ich weiß, dass du da ein bisschen verrückter bist. Aber noch MIDI musst du dir wirklich keine Gedanken machen, glaube ich. Ich kann mich daran erinnern, dass mich die Stadt ziemlich aufgeregt hat. Weil sie die ultimative Zeitverschwendung ist. Weil es ja einfach nur Fässer gibt, ohne Ja, und hier gibt es noch Kleid. nicht mal eine Quest oder so. Hier muss er noch storybedingt nie her. Warum gibt es diese Stadt dann? Ich meine, wäre sowas nicht perfekt für eine Story gewesen? Guck mal, was in dem Tempo dieser Soldat. Dieses Gefängnis ist ein Witz. Kaum jemand wird hier eingesperrt. Ja, weil es auf dieser Welt scheinbar kein Rechtssystem gibt. Ja. Nicht alles erscheint uns logisch. Möglicherweise wurde dieses Gefängnis zur Abschreckung der Kriminellen gebaut. So viele Fragen. Hauptsache ich verdiene Geld und kann die Familie ernähren. Ja, das stimmt. Sehr große Zelle, muss ich sagen. Hey, guck mal, den kennen wir doch. Den haben wir doch erst im letzten Part getroffen oder in diesem? Tja. Der Johnson. Oder Johnson. So schnell geht's. Weil hier kann man nichts looten. Ich weiß, glaube ich, dass es nur eine einzige Truhe gibt hier. Insgesamt. So, dann haben wir die Stadt schon mal erkundet. Ernsthaft? Ja. Super. Aber ich kenne eine Stadt, die wir auf jeden Fall noch erkunden können. Da gibt es So. nämlich nichts zu finden. Aber hier ist noch was. Oh, eine Truhe. Ein K. Ich weiß, dass ich die auf jeden Fall geöffnet habe in meinem privaten Playthrough. Gehen wir hier mal noch weiter drumherum. Ich finde mir noch etwas Schönes. Ja, ist noch ein Haus. Oh wow, ein Haus. Jetzt können wir looten. Natürlich. Schnappen. Wachenkunde steht hier im Regal. Hier geht es um die Kampffähigkeiten der Wachen. Die Kampffähigkeiten. Ich glaube, er meint Kampffertigkeiten, oder? Ja. Diese Wache kann zum Beispiel Level 1 Thunder. Weil Wachen das nun mal können. So. Interessantes Haus. Vor allem dieser Eingang da hinten ist ein bisschen komisch. Ja. Und Ein Topaz, sehr Topaz, schön. sehr schön. Machen wir nur noch einen. Hat sich echt gelohnt. Oh, wieso? Ihr dürft dieses Gefängnis nicht so ernst nehmen. Wieso? Weil wir uns in einem Margin Sonic Spiel befinden. 99,9% aller Gefangenen werden auf der Schiffsfahrt hierher hingerichtet, da sie Aufstände anzetteln oder versuchen zu fliehen. Dieses Gefängnis ist aber auch noch neu. Es kann sich alles noch ändern. Bullshit. Bullshit. Das ist so ein Quatsch. Also wirklich, wow. Waren 99,9. Ja. Ja gut, Leute. Dann war es mal ein etwas kürzerer Part, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher, aber ich denke 18 Minuten oder 19 haben Ja, wir auch. genau. Und das Und ist im ja. nächsten Part werden wir mal diese Quest-Chat machen. Die werde ich aber offscreen einfach suchen. Ich war DC Steve und Oh ja, Let's Play Retro. möge die alte Macht mit euch sein. Tschö, tschö.